Wieso ploppt das plötzlich auf? Ich wollte doch eigentlich nur synchronisieren. Was ist da los? Heute reagieren wir mal wieder auf ein neues Video von CR7Z, 7 Miles. Das wurde mir von einem Abonnenten empfohlen. Der meinte, es soll krass sein und da ich mal wieder Lust habe, gute, krasse, komplexe Flows zu analysieren, steppen wir direkt mal rein, würde ich sagen. Let's go! Yo, das ist Effekt 36. Shoutouts für meinen Mann CR7Z. Das klingt wie so ein richtiger Ghetto-Untergrund-Beat. Also da hast du eine akustische Gitarre, die ganze Zeit durchspielt. Das ist ganz nett. Ein deepes Piano und jetzt epische Streicher. Ey, yo, das ist Effekt 36. Shoutouts für meinen Mann CR7Z. May the force be with you. Yeah, das hier ist Jinx. Big up für CR7Z. 58 Music represent. Mittlerweile ist die Zeit für mich gekommen. Ich schreibe meine Songs und erweitere den Horizont meiner Hörer. Ich kann einfach nicht verstummen. Ich fühle mich schuldig vor ihnen, aber in erster Linie mir gegenüber und hier. Okay, what the fuck? Weiter den Horizont meiner Hörer. Music represent. Mittlerweile ist die Zeit für mich gekommen. Ich schreibe meine Songs und erweitere den Horizont meiner Hörer. Ich find's geil, wie er manchmal mit den 32. Rolls reinkommen. Schreibe meine Songs. Also, ich find's halt überraschend für mein Ohr, weil das so unregelmäßige 32stel sind, die immer an Stellen kommen, wo man sie vielleicht bei anderen straighteren Double-Time-Rappern nicht erwarten würde. Aber fuck, das hat was ziemlich Freshes, finde ich. Hörer, ich kann einfach nicht verstummen. Ich fühle mich schuldig vor ihnen, aber in erster Linie mir gegenüber. Und je weiter ich hier komme, desto reifer und höher wird das Level, auf dem ich euch allen zeige, wie ich zerbomb. Dieser Rapper hat die Leiter nicht erklommen. Ich besteige keinen Thron, nur verheiz sein Jargon, denn das Feuer ist enorm. Feuer ist enorm. Also cooler 50-biger Reim. Und er setzt sich auch immer an Stellen, wo man sie halt einfach nicht erwartet. Was gerade mit so Double-Time-Flows schnell konvus werden kann. Aber zum Glück finde ich es bei ihm noch relativ moderat. Und er flext halt einfach durch. Alle Neider werden sehen, dass sie nur Scheiße reden, wenn sie nur der Meinung sind, ich bleibe stehen. Schweigt, denn ihr seid dumm. Hängt mit Pfeifen und besprecht die Weltgeschichte, aber seid peinlich und verkorkst. Zieht das war eine 32. Triole. Holy fuck. Die hat er auch drauf, das finde ich heftig. Also quasi Quattro-Time, wenn du so willst. Wenn die normalen schnellen Triolen für uns Double-Time sind und straighte 32. Triple-Time, dann sind die doppelt so schnellen Triolen halt für uns empfundener Quattro-Time. Von der Art, wie wir die Geschwindigkeiten von den Hörgewohnheiten unterscheiden. Und die kann er. Das ist wahnsinnig sick. Wenn sie nur der Meinung sind, ich bleibe stehen. Schweigt, denn ihr seid dumm. Hängt mit Pfeifen und besprecht die Weltgeschichte, aber seid peinlich und verkorkst. Zieht euch nur eine Leine und trampelt rum. Stampft, meine Mucke beweist einen weitaus größeren Umfang. Ich sehe keine Szene, ich sehe nur Gelähmte, die versuchen sich zu bewegen. Alles keine Rapper, sondern Pumper. Ihr habt keinen blassen Schimmer davon, was Kunst ist. Ich spuck. Schimmer davon, er bringt es jetzt die ganze Zeit. Schimmer davon. Ihr habt keinen blassen Schimmer davon. Saugeil, auch wie gut es von der Lippe geht. Sehr stark. Gelähmte, die versuchen sich zu bewegen, alles keine Rapper, sondern Pumper. Ihr habt keinen blassen Schimmer davon, was Kunst ist. Ich spuck Flammen. Perfekt auf dem Beat, das war jetzt genau auf das Snare. Seht zu, wie ihr verdunstet. Für meine Fasson seid ihr unterste Schublade. Mein Mund ist eine Wumme, die unendlich viele Schuss hat. Und ich greife Psycho an. Ein Serienmörder, der seine Liste abarbeitet, wie er gerade Lust hat. Ohne die Angst vor Verlusten. Einfach volle Kanne, ruf auf die Mutti, auf Burkina durch Russland. CR7-Ill, wechselt die Gefilde weg mit dem Image. Ich bin nicht mehr willig, immer das Minimum zu bringen. Mirilla, ob ihr mich alle als gestört seht. Till Infinity. Wie er das durchballert, Alter. Wechselt die Gefilde weg mit dem Image. Ich bin nicht mehr willig, immer das Minimum zu bringen. Mirilla, ob ihr. Wie er die 32. da durchfloat, heftig. Nach Russland, CR7-Ill, wechselt die Gefilde weg mit dem Image. Ich bin nicht mehr willig, immer das Minimum zu bringen. Mirilla, ob ihr mich alle als gestört seht. Till Infinity's, bitte ich klingen. Terminate. Und die IE-Silbe, wie er die ganze Zeit durchreimt, auch stark. Nicht mehr willig, immer das Minimum zu bringen. Mirilla, ob ihr mich alle als gestört seht. Till Infinity's, bitte ich klingen. Terminate. Punkt, das und nicht die Geier mit den Klunkern. Man sieht es an der Jugend, dass die Mucke geistig nie gesund war. Verbally created, the wonder you're under my radar. We aiming at the bases, Roadtown 5-8. 7 miles away from here. You stay there watching me. 7 miles away. So long, cool flair. 7 miles away. Yeah. 7 miles away from here. You stay there watching me. Ich muss hier unterbrechen, weil ich wusste, dass er jetzt gerade schon am Ende der Hook einsteigt. Ich finde es stark, was für ein Vibe die Hook transportiert. Relativ getragener, legato-mäßige Gesangsattitüde, die auch nicht immer ganz gerade gesungen ist. Das gibt so diesen typischen Vibe von halt Rappern, die singen,
So, es klingt aber nicht unangenehm, wie zum Beispiel Eminem auf Haley's Song oder so. Also ich finde, das erzeugt eine coole Atmosphäre. Sie wollten sehen, wie ich aufgib im Kampf, haben alles verdreht, wie man es auslegen kann. Aber jedes ihrer Worte war eine Ausrede, dass sie es einfach nicht besser können und sie Schaumschläger waren. Auch cooler, vielsilbiger Reim, den er sehr oft durchzieht mal wieder. Da bist du weit aufgerissen, weil sie ausgeflippt sind. Sounddilettanten, was soll ich sagen, aufgerissen, weil sie ausgeflippt sind. Sounddille. Ist auch geil, wie bei dem Sounddilettanten die ersten drei Silben sich auch noch mitten in das Schema packen. Das ist auch so. Das ist halt auch geil und das draufgeschissen dann am Ende halt auch. Wurde sowieso mal wieder Zeit. Und theoretisch auch noch das Sagen, was sich dann auf Tanten bei Dilettanten reimt. Das kann man auch noch mit reinnehmen. Die Klappe so weit aufgerissen, weil sie ausgeflippt sind. Sounddilettanten, was soll ich sagen, draufgeschissen. Wurde sowieso mal wieder Zeit, um auszumisten. Schau dir mich an, ich hab immer noch meine 1000 Visions. Bin immer noch down mit zig Personen. Ausgeglichen Flow zu dem Sound, als der Pro im Trauerbusiness. Die Hälfte von uns. Das war geil. Beatcuts können geil kommen, wenn der Flow da drauf auch noch nice ist. Also, ich finde, Beatcuts können generell einen durchgehenden Flow stark machen. Aber wenn du dann noch so ästhetische Pausen setzt und es wieder mit schnellen Flows kombinierst, kommt es richtig sick. Visions, bin immer noch down mit zig Personen. Ausgeglichen Flow zu dem Sound, als der Pro im Trauerbusiness. Sehr stark. Von dem, was man mir erzählt, verstehe ich eh nicht. Genau, autistisch und einer, der darauf einen Fick gibt. Das ist die richtige Richtung, ich drehe mich. Einer, der darauf einen Fick gibt, auch geil. Ach, so geil, es ist wirklich so gut artikuliert. Das ist die Hälfte von dem, was man mir erzählt, verstehe ich eh nicht. Genau, autistisch und einer, der darauf einen Fick gibt. Das ist die richtige Richtung, ich drehe mich nicht um. Ich lebe meinen Traum hier für immer, erzähl mir kein Mist. Du hast keine Ahnung, durch was ich gegangen bin. Es handelt sich bei mir um mehr als den Kindergarten und Bitch-Moves. Ich finde es auch geil, wie diese Stimmausraster mit drin geblieben sind. Also war wahrscheinlich nicht sein erster Take, den er da gemacht hat. Und ich finde, es wirkt sehr nahbar und authentisch, wenn ein Rapper auch mal ein bisschen mit der Stimme rutscht. Weil dieses leicht Imperfekte da drin zeigt in dem Fall, dass man sich, ich finde, reinhängt und Mühe gibt. Das kann auch wirklich, wirklich sehr real wirken. Ich schraub an den Dingern, ich bin draußen und spitte sicker, so wie ihr es nicht tut. Ich mache Auftritte sicher, bin auf der Straße und kick es frei, Auge um Auge, direkt Blickpunkt. Und ihr schimpft rum, wegen Missgunst, weil ihr denkt, ihr wisst wie und warum ich was mache. Denkt nicht, dass ihr Chris kennt, bleibt auf Distanz. Ich bin mehr als erwartet, ich hab euch schon damals vernichtet. Also Chris Kent, The Distance, auch geil, auch coole Binnenreime, er spielt hier generell immer rum mit Endreimen und Binnenreimen und er bricht dann trotzdem die Erwartung, wenn am Ende entweder auf den Binnenreim gereimt wird, wo man für den Binnenreim gehalten hat und gedacht hat, der Endreim kommt dann wieder am Ende und umgekehrt, also du weißt nie, was du kriegst und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum er in vielen Punkten so nischig ist, weil das schon so verschachtelt und verkünstelt ist, dass es halt schwierig für den Normalhörer ist, denn eine klare Struktur rauszuhören. Ich finde aber trotzdem, dass gerade weil die Songs trotz des vielen unterschiedlichen Flows, weil die so inhaltsstark sind, ist es dann doch wieder für eine andere breite Masse zugänglich. Also hierbei kreuzt sich halt einerseits lyrischer Anspruch mit Inhalt und das erzeugt halt genau die Nische, die halt für die Leute ist, die halt wirklich auf CR7Z abfahren. Da gibt es auch eine Menge von, aber ich glaube, so wie das hier, das wird natürlich nie die breite Masse erreichen. Und ist auch gut so, weil ich muss ehrlich sagen, es ist fast immer so, die höchste Form von einer Kunst, die wird eben nicht einfach an eine breite Hörerschaft kommen, weil die das Generische kennen und wollen. Und das ist auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Ich finde, CR7Z hat eigentlich genau seine Richtung gefunden. Er hat selber gesagt, er bleibt gerne unter dem Radar, wenn er dafür weiterhin das machen kann, was er liebt und was er machen will. Auf der Straße und kick es frei, Auge um Auge, direkt Blickpunkt. Und ihr schimpft rum, wegen Missgunst, weil ihr denkt, ihr wisst wie und warum ich was mache. Denkt nicht, dass ihr Chris kennt, bleibt auf Distanz. Ich bin mehr als erwartet, ich hab euch schon damals vernichtet, als noch nichts war. Und erst recht, jetzt gehe ich ins Gefecht mit den Besten der Spitkunst. Und was bist du? Du bist einer, der die Mucke liebt, ohne sich darum zu kümmern am Mikro. Seit Jahren konstant beschissen, ist gut, ich bin der Typ, der nur Mist in der Birne. Zügel deine Zunge, ich fühle die Mucke, führe meine Überschallgeschwindigkeit durch wie eine Mikro. Aber nicht nur aus diesem Grund bin ich für euch alles. 7 miles away. Die eingeblendete Crowd im Hintergrund ist auch cool. Immer der Unterschied zwischen Produzent und Konsument, ne? Die Distanz ist halt einfach riesig. Die einen gucken zu, die anderen machen. Okay.
Also wirklich extrem komplexe, geile Flows. Also genau das, was mir versprochen wurde. Kann ich nicht klagen. Also ich werde auch irgendwann mal noch andere Songs von ihm verpacken, wie 33 Grad. Wurde mir auch gesagt, dass das ziemlich sick sein soll. Ich muss schon sagen, der hat es in dem Punkt halt einfach echt drauf. Also 7 Miles, starker Song. Hat mir richtig gefallen. Kann man nichts sagen. So. Und mit diesen Worten entlasse ich euch dann auch entweder ins Wochenende oder weiterhin in den Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich lasse alles hinter mir, hab alles auf eine Karte gesetzt und muss sagen, ich hätte es bereut, hätte ich's nicht riskiert. Folge nur der Stimme, dachte nicht, was springt am Ende raus. Und was hab ich dann gekriegt? Unendliches Selbstvertrauen. Ich bin allein, mir geht es gut, denn ich bin nie wieder an einen Mensch gebunden. Habe den Verlust überlebt, aber dadurch zu mir selbst gefunden. Werd ne Koryphäe.